Setz dich, Sohn. Du und ich, wir waren immer sehr vertraut. Sehr vertraut. Und aus diesem Grunde dachte ich, ich kann ganz offen mit dir reden, von Mann zu Mann. Ich hatte die. Vor ein paar Tagen hat deine Mutter, du weißt, deine Mutter. Ja, ja. Deine Mutter und ich haben uns unterhalten. Und wir sagten, dass jetzt die Zeit gekommen ist für uns, das heißt für mich, dir Verschiedenes zu erklären. Gewisse Dinge. Dinge, denn? Ja, ich meine, wo du herkommst und alles. Oh. Und alles, ja. Ich meine, du bist nicht einfach nur so ausgebrütet, weißt du? Ich weiß das nicht. Naja, also natürlich in gewisser Weise, mir fehlt einfach ein besseres Wort, bist du schon, also ausgebrütet. Ja. Ja. Wie alt bist du eigentlich, Sohn? 31, denn. Vielleicht bist du auch noch etwas zu jung, um die volle Wahrheit über... Nein, wir sollten es doch schnell hinter uns bringen, Sohn. Ja. 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 Ja, denn? Ja, vor vielen Jahren waren deine Mutter, du weißt, deine Mutter... Ja, du hast sie schon erwähnt. Deine Mutter und ich waren allein im, was man am besten umschreibt als ein... Schlafzimmer. Und in dem Zimmer war, mir fiel ein besseres Wort, ein Bett. Ja. Kannst du mir folgen? Ja, ja. Verfallen. Da wir nichts Besseres zu tun hatten, naja, sicher, mir fehlt einfach ein besseres Wort. Deine Mutter zog ihr Kleid aus, ja, und dann ging sie ins... Ja, während ich in gewisser Nervosität, ich stand am Fußende des, ja, und ich zog meinen Morgenrock aus. Ja, ja. Ja, und dann war ich vollständig, war ich vollständig, ja, da war ich vollständig. Ja, vollständig. Soll ich dir etwas zu trinken holen, Dad? Nein, es wird schon wieder besser. Wo war ich gerade stehen geblieben? Du standest da gerade vollständig. Ja, ja, das war ich, Sohn. Ich gebe es zu, ich war vollständig. Ja. Ja, dann zog ich die Steppdecke von dem Bett, Daddy. Werd nicht frech! Wie sprichst du mit deinem Vater, du? Werd nur nicht frech! Entschuldigung. Ja. Dann zog ich die Steppdecke von dem was du gerade sagtest, und dann kletterte ich ins deiner Und dann hab ich... Ja. Und das Ergebnis war, 9 Monate später warst du da. Hast du alles verstanden, wie das war? Ja, Daddy, was war in der Zwischenzeit, nachdem du und Mutter? Oh ja, ja. Und ich 9 Monate? Ganz richtig, mein Sohn. Ja, wir, oh Gott. Dein Vater wird dir alles erklären, wenn du erst älter bist, mein Sohn. Tja, hast du nun alles verstanden, mein Sohn? Ich meine, wenn du irgendetwas auf dem Herzen hast, hab keine Angst und kommst zu deinem guten alten Dad. Oh, Dad, ich wollte dir schon lange etwas sagen. Was? Ich hab Schwierigkeiten mit einem Mädchen. Einem Mädchen? Schwanger, Dad. Wie konnte das denn passieren? Das ist so gewesen, Dad. Vor ein paar Monaten, da begegnete mir fehlt einfach ein besseres Wort, ein Mädchen. Und plötzlich stand ich da ohne... Mir fehlt einfach ein besseres Wort, ohne Hosen. Ja, ohne Hosen. Ich meine, nichts Besseres zu tun, als ich... Fuchst du mir? Nein, Daddy, nein. Ich hatte sie... Was? Nein, Daddy, nein.